Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Kann ich hier nicht mal die Kopfhörer nehmen? Nichts drin, außer einer Luftsäule. Natürlich ist da was drin! Das ist kein Walkman. Plan B, falls der Organist mal krank ist. Dank des Kopfhörers kann man das Georgel jetzt nicht mehr hören. Hä? Habe ich unten noch irgendwelche... Es tut mir leid, Leute. Aber bestimmt irgendeine CD, oder? Locker irgendeine CD. Kreuz in der Altar und so haben wir auch nichts zu tun, ne? Plakat, Heft, Sofa, Anlage. Keine Zeit, Musik zu hören. Genau, Indie, geht's noch? Ich habe keine Zeit auszuruhen. Ich nehme das in mein cooles Ideeninventar auf, okay? Wenn du leck mich mal. Das ist eine Fach... Ja. Wenn vielleicht Gitarren wieder aus oder Gitarre wieder ausmachen und jetzt Orgel. Ich habe keinen Plan, Leute. Ich habe null Plan. Aber kann ich jetzt nochmal mit ihm reden, oder? Ich bin gerade verzweifelt, Leute. Leider, Rosette, Luke. Ich glaube ihm. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Ich muss. Ach, warte, was hat sie gesagt? Was? Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Ah, okay. Aber ich. Diese Suppe habe ich mir für. So, da. Ach so, ja. Und dabei. Hatten wir alle schon mal. Ich bin verwirrt. Vielleicht klingt der Song mit ein paar Ecken besser. Naja. Ich glaube dir. Du spinnst. Die in der Mitte, aber meine Arme. Ich bin leider komplett verwirrt. Es tut mir leid, Leute. Ein Vorläufer des Fernsehers. Ich bin nicht so der. Das ist sowas wie ein. Ich finde den. Hä? Leute. Jetzt mal ohne Shit. Ich spüre großen Zorn in dir, Edna. Lass ihn raus. Ich versuche mich zu beherrschen, okay? Die ist eh schon kaputt, Edna. Egal. Hast du schon drauf gekritzt? Was soll ich denn hier machen? So schlecht ist das Fernsehprogramm nun auch wieder nicht. Lass uns Zombie später haben. Den Kampf hat der Fernseher gewonnen. Anstatt fernzusehen, könnten wir doch auch etwas basteln. Oh ja! Basteln wir uns einen größeren Fernseher. Alles klar. Der Fernseher ist tatsächlich ganz schön warm. Der lief wohl den ganzen Tag. Genau.
Nicht nötig. Oh. Da kann man nichts. Leute, ich hab null Plan, was ich machen muss. WTF. What? Hey! Das ist Schein! Das war... Hey! Das ist Schein! Ja, irgendwas muss ich mit ihm machen. Aber was? Ihm die Topflappen anbieten? Damit er nichts mehr hört oder so? Was denkst du? Nein. Ich muss Vorsicht, aber Topf. Oder hä? Oh, Leute, ich hab gerade echt null Plan, was ich hier bitte machen soll. Ich meine, jetzt mal for real, ich kann doch mal versuchen, so ein paar Mal auf die Glocke zu hauen hier. So an sich. Aber ich glaube nicht, dass das was bringt, so. Deswegen. Aber naja, gut, okay. Mach keinen Lärm. Noch ein paar Mal. Lalalalalala. Ich mach das jetzt so lange, bis vielleicht irgendwas passiert oder so. Keine Ahnung. Mach keinen Lärm da oben, sonst komm ich rauf und hol dich runter. War das Dong 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 grad neu? Nee, ne? Mach kein... Nee, das ist schon immer da gewesen, okay. Lalala. Mach keinen Lärm da oben. Mach keinen... Made in Kruppstadt. Auf J. Ups. Mach keinen Lärm. Hä? Ich hab... Hä? Hey, das Rock! Das ist ja grauenvoll! Schalt das ab! Das war lustig. Hey, das... Das ist ja... Schalt das... Das war lustig. Hä? Hey! Das ist... Schalt... Kann ich den Kopfhörer da irgendwie wieder rausmachen? Oder so? Hey! Das ist ja gescheit! Das war lustig. Das ist Scheiß. Das war los. Hey. Das ist Scheiß. Das war los. Ah. Hey. Das ist Scheiß. Das war los. G. Hey. Das ist Scheiß. Das war los. Also, ob das jetzt einen Unterschied macht, ob ich das Haarspiel oder so ein Haarspiel. Okay, warum? Cool, ausprobieren hilft, Leute. Ich wollte jetzt nochmal die ganzen Dings durchgehen. Alles klar. Okay. Es gibt jetzt Kopfhörer, die ich aber nicht benutzen kann. Okay.
G-E-A-G? Bringt das was? Das war... Warum kriegen wir da keinen Hinweis? Das ist irgendwie so eine Bewegung, dass der Typ sich die Kopfhörer aufgesetzt hat. Oder jedenfalls so den Blick zu den Kopfhörern so. Ha, alles klar? Ich glaube immer noch... Glaub's ruhig, aber bitte ich muss... Das Kopfhörer auf, wie kannst du mich hören? Mach ja! Warte mal, hört er jetzt die... Wenn er uns reden hört, dann hört er die Glocke doch sicherlich auch, oder? Das macht ja keinen Sinn. Was war das für ein Schrei? Oh nein. Das wollte ich doch nicht. Oder wollte ich das? Das kann doch alles nicht wahr sein. Weck mich bitte, Harvey. Harvey? Harvey, sag doch was! Entschuldigung, Edna. Mir war nur gerade, als hätte ich... Was? Was ist? Erinnerst du dich an etwas? Ach, nichts. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Nimm dir den Schlüssel und lass uns so schnell wie möglich hier weg, ja? Du sprichst mir aus der Seele, Harvey. Okay... Endlich daheim. Und was nun? Ich kann mich erinnern, aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Es wirkt alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen, reinzukommen. Und dann suchen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können. Ja, bevor es jetzt so richtig schön deprimierend wird, gestatte ich Edna, an diesem Screen nochmal ihren ganzen Frust auszulassen. Und entsprechend ist er mit dem zerstörenswertesten, was mir eingefallen ist, bevölkert. Und zwar sind das diese freundlich dreinschauenden Gartenzwerge. Viel Spaß. Hast du mich angeguckt? Willst du Ärger? Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Oh. Du glaubst, du kannst Breakdance? Ich zeig dir mal, was gebrochen ist. Okay. Der hier war's nicht. Was bestellst du gerade? Dreimal auf die Fresse? Kannst nur einmal haben. Aber in... Der hier war's nicht. Hat doch den da oben genommen! Okay, ich rede jetzt erstmal mit allen, verdammt. Na, schon was Feines in dem Abwasser gefunden? Bin sicher, es passt zu dir. Der hier war's nicht. Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Na, wer sagt's denn? Hier ist ja der Schlüssel. Es ist doch immer der letzte, den man ausprobiert. Das war der dritte, den ich ausprobiert habe. Boah, du blöde Kuh, Edna. Zu. Da habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. Oh, in den eigenen Briefkasten? Das macht man bei Nachbarn. Voll von vermoderten GEZ-Rechnungen. Die will ich nicht. Der ist voll... Die will ich... Verzeihst du mir? Oh, oh. Er redet wohl immer noch nicht mit mir. Dabei ist dieses Silvester inzwischen 10 Jahre her. Mach mal trotzdem bei Briefkästen der Nachbarn. Erinnert dich dieser Briefkasten an etwas, Harvey? Da haben wir früher immer Alfreds Pausenbrote drin versenkt. Ich glaube, ich kann die vergammelte Leberwurst noch immer riechen. Yippie, Randale! Nein, Harvey. Yippie.
Yippie. Ich habe niemanden mehr, dem ich schreiben könnte. Alles wird gut, Edna. Nicht nötig. Der Zahn der Zeit hat die alte Post bereits vollständig zernagt. Und die Ratten der Nachbarschaft haben tüchtig mitgeholfen. Ich werde alle Sachen, die wir gestohlen haben, zurückschicken, sobald wir Dr. Marcel das Handwerk gelegt haben. Alles klar. Früher haben wir Mattis Post immer unter Wasserdampf geöffnet. Es war aber nur selten was Interessantes drin. Meistens waren es Rechnungen und später dann auch Mahnungen. Langweiliges Zeugs also, das nicht mal als Papierflieger viel getaugt hat. Der Generalschlüssel passt hier nicht. Für den Briefkasten braucht man den kleinen Schlüssel. Der Haustür für den... Okay. Die Schrauben sind innen. Und innen wird von Insekten, Arachniden und kleinen Nagetieren bewacht. Der mit Abstand hässlichste Hintergrund in Edna bricht aus, besticht durch eine aufdringlich schräge, hässliche Parallelperspektive, die so in keinem Geometrie-Lehrbuch oder Bildaufbau-Lehrbuch, falls es solche Bücher überhaupt gibt, ich habe noch nie eins gelesen, zu finden ist, wie ich vermute. Die zugeschleimten Gartenmöbel entstammen einem Vorbild, das bei mir auf der Terrasse steht. Ich habe eine kleine 3x3 Quadratmeter Terrasse und dort sind die Gartenmöbel genauso blau und genauso schräg und genauso zugeschleimt. Der Rest der Terrasse ist frei erfunden. Hey, dahinter ist unser alter Salon. Wie denn? Die ist einbruchsicher. Hey, geh auf! Sie war schon immer schwerhörig. Die ist abgeschlossen und doppelt gesichert. Alles klar. Guck mal, Harvey, der alte Salon. Genau wie wir ihn verlassen haben. Unheimlich. Ich nutze jetzt nur noch Harvey und den Rest mit allem. An dem Tisch habe ich immer Alfreds Kastanienmännchen geköpft. Oh nein, komm. Lass uns hier einbrechen. Nein, ich will nichts kaputt machen. Nicht noch mehr. Früher durfte ich hier mit Fensterfarben malen, bis ich einmal diese Karikatur von Dr. Marcel gemalt hatte. Die Schere hilft mir hier überhaupt nicht weiter. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Vielleicht mit ein bisschen Wischen? Oh. Nein. Ich sehe unseren alten Esstisch. Die Verandatür lässt sich nur von innen öffnen. Keine Schrauben, kein Schloss. Hier komme ich nicht rein. Die Veranda... Nein, der stand immer hier. Erinnerst du dich an mich? Ich bin es. Edna! Es wird ihm schon noch wieder einfallen. Gleich morgen werde ich hier aufräumen. Dann kann man auch wieder auf der Terrasse sitzen. Ich könnte Hoti, Moti und Alu zum Frühstück einladen. Erinnerst du dich an diese Terrassenmöbel, Harvey? Na klar. Mattes hat hier oft gesessen. Es kommt mir alles noch so nah vor. Und doch ist alles so anders hier. Ich erinnere mich, dass sich dieser Tisch auch prima als Hockeytor eignet. Und als Zielscheibe fürs Messerwerfen. Stimmt. Jetzt weiß ich es auch wieder. Man kann sogar Alfreds Bissspuren noch erkennen. What? Hier habe ich früher immer Bilder gemalt. Ich mochte deine Alfred-Karikatur. Die, wo er nach Fliegen schnappt. An dem Tisch habe ich immer Alfreds Kastanienmännchen geköpft. Vielleicht mit ein bisschen Wischen? Nein. Früher habe ich mir auf der Terrasse häufig die Fußnägel geschnitten. Es gab nichts Schöneres, als den Spatzen dabei zuzugucken, wie sie sich um die kleinen Appetithappen stritten. Pieps, pieps, fiep, fiep, fiep. Ach ja. Bei gutem Wetter haben wir immer draußen gegessen. Ach, Matthias. Wollen wir nach Geheimfächern suchen? Später, Harvey.
Wollen wir nach... Hier hat Mattis früher oft gesessen. Nein. Erinnerst du dich? Gleich morgen werde ich hier... Okay, dann sagt sie das... Wahrscheinlich immer das... nee, gar nicht. Wahrscheinlich nicht, oder? Erinnerst du dich? Na klar. Ja, Mattis ist oft gesessen. Also nicht immer. Ich glaube, beim Bonusschläger vielleicht? Wollen wir den Stuhl vermöbeln? Ah. Reiß dich zusammen, Harvey. Und beim Stift? Nein. Das ist Mattis Stuhl. Und bei der Schere, weil der Rest hat ja alles mit... Wollen wir? Nein. Aber ich sag... der Rest war ja alles auf niemanden bezogen, sondern auf die Möbel an sich bezogen. Gut Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.